Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir angetroffen die Look Fantastic Beauty Box Dezember Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Mal sieht die echt sehr schön aus. Schwarz und Gold, schön weihnachtlich. Gefällt mir vom Design her richtig gut. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Doch. Und irgendwie, normalerweise steht hier ja dann dicke Look Fantastic drauf und hier haben wir einfach nur LF, LF. Aber hier steht Hashtag LF Beauty Box, also, ne? Es ist die Look Fantastic Box, Claudinchen. Die habe ich im Abo, im Jahresabo, zahle das dann entsprechend auch jeden Monat. Und die kommt aus England. Ich bin super gespannt, wie die das gestalten werden, wenn der Brexit durch ist. Sprich, so ab Januar, ne? Das wird echt spektakulär. Bin ich, also die werden ja vorgesorgt haben, ne? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Naja. Frosch im Hals hat sie auch. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was hier drin ist. Also, schön gestaltet, weil du hier vor allem... hier hängt einfach mal einen Lippenstift runter, ne? Finde ich herrlich. Die erscheint monatlich, erscheint auch immer so zum Anfang des Monats. Enthält so 5 Beauty-Produkte. Und die Beauty-Produkte sind dann meistens etwas kleiner, dementsprechend ist die Box dann auch leichter, weil es sind hochwertige Marken, die auch auf der Look Fantastic Homepage vertreten sind. Die haben ja einen Online-Shop, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, haben nette Angebote. Und ja, die hat mich die letzten Male nicht ganz so überzeugt. Ne? Ich muss mal gucken, ob die es jetzt mal wieder rausreißt. Ich bin immer wieder am Schwanken, ob ich sie noch weiterhin haben möchte, aber irgendwie doch... Keine Ahnung, dann hauen die sowas raus wie den Look Fantastic Adventskalender, der mich aus den Socken haut, wo ich denke, Alto Belli. Aber, keine Ahnung, dann machen die irgendeinen Sale, wo die nur Scheiße reinpacken und Claudi ärgert sich as fuck. Okay, Merry Christmas with love from the Beauty Box Team. Die wünschen uns schon mal frohe Weihnachten. Ja, vielen Dank, wir sind jetzt ja auch im Weihnachtsmonat. Und da steht immer so im Deckel eine kleine Botschaft drin, finde ich ganz nett. Und hier haben wir dann quasi das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Was dann hier so drauf liegt, hinten ist so eine Sneak Peek für nächsten Monat. Da ist von SVR Hydraline Leger, keine Ahnung, für mit einem Wert von 15 Pfund. Also die sind hier, ne, englisches Magazin, englische Währung, genau, abgebildet. Also das hat man dann auf jeden Fall mit drin. Und hier haben wir dann die Box, die nach Papier riecht. Dann öffnen wir einmal den Klebe, der das Seidenpapier verschließt. Oh. Wir haben total umweltschädliches Krüppelpapier in Plastik, aber als weiter verschenken oder für Dekosachen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich nehme das raus und nehme das für meine Deko, für meine Weihnachtsdeko. Ja, das ist cool. Das war jetzt gerade übrigens der erste Blick in die Box. Ja. So. Also, Look Fantastic Beauty Box Magazin. Hier sind nicht nur die Produkte mit Preisen abgebildet. Die Preise rechne ich euch um. Ja, oder ich gucke halt, wie das auf der Look Fantastic Homepage steht, ne? Weil da sind die auch noch in Euro aufgelistet. Hier haben wir dann auch noch ein Vorwort, was die liebe Amelia geschrieben hat. Ich glaube, das sind immer unterschiedliche. Lese ich jetzt nicht vor, ist auf Englisch, ne? Also ich lese mir immer gerne durch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken dabei gedacht haben. Bei der Look Fantastic Box haben die aber nicht nur Spoiler hier drin, sondern halt auch auf Englisch, was dann ein bisschen blöd ist, ne? Vorlesen, übersetzen, rampampam, nervt euch, glaube ich. Und wir haben auch, das ist aber schön designt, ne? Mit goldenen Punktis und so. Hier auch manchmal so, ja, Interviews drin. Also hier scheint ein Produkt von Avant oder Avant drin zu sein. Und das scheint der Gründer von Avant zu sein. Mhm. Schicker Mann. Okay, ja, und dann hast du hier noch zu einzelnen Produkten, die nicht unbedingt zwingend in der Box mit drin sind, auch irgendwelche Anwendungstipps und Tipps und Tricks. Achieve the perfect dewy base this season. Also wie du jetzt die perfekte dewy Basis, Base in deinem Gesicht bekommst, genau. Dann, ja, einfach zu Ingwer ein paar Produkte und so weiter und so fort. Geschenkideen, ne? Also das Magazin ist halt wirklich sehr, sehr umfangreich. Das ist hebt sich meiner Meinung nach damit dann halt echt von vielen anderen Magazinen ab. So, wir fangen mit dem ersten Produkt an und das ist ein Produkt, was bei uns im Haushalt nicht so wirklich benutzt wird. Von Percy & Reed, ein Reassuringly Firm Session Hold Hairspray mit 50 Millilitern. Ja, das hat einen starken Halt und macht die Haare schön. Ja, ist doch nice, ne? Benutze ich halt nicht. Hold It Right There Hair, also ja. Soll einfach alles an Ort und Stelle halten. Silikonfrei, sulfatfrei, veganfreundlich, glutenfrei und
Heat Protection, das schützt sogar vor Hitze. Also Hitzeschutz ist damit drin. Ja, ist ganz nett, ne? Aber wie gesagt, wird bei uns hier nicht so verwendet, wird dann weiter wandern. Ist aber nicht schlimm. Du hast halt in den Beautyboxen immer wieder Produkte drin, die du selber jetzt nicht hundertprozentig brauchst, weil es halt eine Überraschungsbox ist. Aber dafür zahlst du halt für diese Box nur, keine Ahnung, knapp 15 Euro, hast dann aber irgendwie auch einen mega krassen Warenwert. Also das muss man sich halt immer so vor Augen führen. Man sollte schon jemand sein, der Bock auf Neues hat, ne? Ansonsten lohnt sich sowas nicht. Ich blende euch hier auch mal meinen Code ein. Damit bekommt ihr die ein bisschen günstiger. Ich glaube, 10 Euro Rabatt oder sowas ab einem gewissen Bestellwert ist das. Und ja, ich kann dadurch Beauty Points sammeln und dann damit auch in dem Shop shoppen gehen, der da ist. In dem Online-Shop halt, genau. Von Medikacht vielleicht. Hydracht B5. Ja, oder nein, oh, Claudi, das ist Englisch. Medicate. Hydrate B5 Liquid Rehydration Serum 10 ml Skin Aging. Also das ist bestimmt ein super, super teures Produkt. Weil wenn ich eine kleine Pipette hier dran habe mit 10 ml Inhalt, sackenteuer. Ne? Also mittlerweile kennt man sich hier in der Beauty-Welt ein bisschen aus und das würde ich jetzt schon auf Euronen schätzen. Auf ganz schön viele Euronen, keine Ahnung, 30 oder so. Weiß ich nicht. Was kostest du denn? Ich bin mal gespannt. Bin ich mit meiner Schätzung gerade richtig unterwegs in meinem Kopf? Witzig. Hier steht einfach mal gar nichts drin. Kostet du nichts? Bist du umsonst? Nein. Steht hier nicht drin. Na schade. Na schade. Hätte ich aber auf jeden Fall auf 30 Euro geschätzt. Weiß ich nicht. Ja. Das gibt dir einfach Hydratisierung, Vitamin B5, with Multi-Weight Hyaluronic Acid, also quasi mit Hyaluronsäure. Und das ist nicht ganz flüssig, das scheint auch so ein leicht, ich bin gerade fasziniert, so eine leicht ölige Konsistenz zu haben. Finde ich interessant. Doch, sowas mag ich. Ich mag es nicht. Zwirren voll gern, habe ich mich erschrocken. Mein Freund ist gerade reingekommen. So, dann machen wir mal weiter mit dem Produkt von Avant oder Avon. Das ist eine Alto Belly, eine Augencreme, 10 ml. Avant hatten wir jetzt schon ein paar Mal mit drin und da hat jedes Tübchen, was ich in die Kamera gehalten habe, knapp 100 Euro gekostet. Ich habe keine Ahnung, wie hochpreisig das hier dann sein wird. Propanediol Mica Hyaluronic Maris Aqua Collagen. Keine Ahnung. Was kostest du denn? Ich habe es euch eingeblendet, aber ich bin jetzt trotzdem mal gespannt. Es steht hier nicht drin. Och Mann, warum stehen hier die Preise nicht mehr mit bei? Oh, hier stehen die Preise gar nicht mehr mit drin, Leute. Ich kriege das schon herausgefunden, ne? Aber das ist hochwertig. 10 ml. Normalerweise sind so 15 ml so eine Standardgröße. Also da, keine Ahnung, ob ich hier gerade 50 Euro in meinen Händen halte. Aber finde ich schon interessant, ne? So eine Augencreme. Ist nicht weg. Das soll eine sehr, sehr gute Pflege sein von der Marke. Ob das wirklich das ganze Geld wert ist, man weiß es nicht. Ne? Ich habe es noch nie ausgetestet. So, Petal to the Metal von The Balm. Vava Vroom Cream Eyeshadow. Ah, 1,2 Gramm. Also hier ist ein Lidschatten, ein Mono-Lidschatten von The Balm drin. Vielleicht mache ich das wirklich mal, dass ich dieses, also jetzt quasi in 2021, die ganzen Mono-Lidschatten sammle, die ich irgendwo in Beautyboxen mit drin habe und dann einen Mono-Lidschatten-Adventskalender am Ende des Jahres verlose. Hm? Genau, und das hier ist die Farbe. Ich verwende keine Monolidschatten. Es ist eine schöne Farbe. Es hat auch sowas leicht Lilanes mit drin, was Violettes, aber es ist wohl wirklich ein Cremelidschatten. Also weder Cremelidschatten noch gut für mich, weil wegen hier, wie heißt das, Schlupflid und Rutschereien, als auch Monolidschatten, weil riesengroße Lidschattenpalettensammlungen, die ich einfach liebe und gerne verwende. Deswegen ist das nichts für mich. Ciao mit V. So, dann habe ich etwas hier drin, was ich toll finde. Ein Double-Ended Eye Brush. Von welcher Marke bist du? Brushworks. Von Brushworks habe ich auch meine Wimpernzange. Das dürfte gar nicht so mega hochpreisig sein, denn meine Wimpernzange hat auch nur 5 Euro gekostet. Also von daher kostet der Pinsel vielleicht auch nur 5 Euro. So, also Double-Ended finde ich eigentlich immer schwierig, weil wie rum soll ich den aufbewahren, wie rum soll ich den trocknen? Aber es sind schöne Sachen auf den beiden Seiten. Hier haben wir wirklich so einen Pinsel, der schön Pigment aufnehmen kann. Der ist sehr flach und sehr eng gebunden. Und auf dieser Seite haben wir so einen Eyeliner Augenbrauen Ultra Wimpernkranz Pinsel. Also auch super, super praktisch. Ich habe schon wieder gedoppelt, es tut mir leid. Ja, mag ich leiden, doch.
Ich mag Pinsel. Pinsel und ich, wir sind so. Das geht gar nicht anders. Wir haben hier tatsächlich mehr als nur 5 Produkte dieses Mal drin. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Nämlich 6 Produkte. Das hier ist von Jekka Block. Block. Glow Drops Highlighting Primer for Face. Vegan Friendly, Cruelty Free in der Farbe Champagne. 20 ml. Ei, das ist sogar meine Farbe. Be fearless. You look fabulous. Sei furchtlos. Du siehst wundervoll aus. Ne? Weißt du Bescheid, Leute. Ja, das sieht aus wie eine Handcreme, witzig. Aber das sollen dann wohl Highlighter-Tropfen sein. Ist es fürs Gesicht? Ich hoffe nicht für den Körper. Ich mag sowas nicht für den Körper. Glow Drops prep and brighten your complexion with a healthy natural glow. Apply all over face using your fingertips. Use before makeup. Geil. Also es ist quasi wie ein Primer oder wie ja, Highlighting Primer for face. Geil. Geil. Wirklich, ich mag Primer. Ich habe viel zu viele Primer, aber ich mag es halt. Ich mache das jetzt mal auf. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ja. Champagner finde ich auch großartig, weil das mag ich. So. Jetzt habe ich mir hier so ein kleines Würstchen drauf gemacht. Und dann verblenden wir das jetzt mal. Oh. Das ist sehr glitzerig. Oh. Das ist wirklich sparkly, passt jetzt aber tatsächlich zu Weihnachten, Silvester, ne? Zum Zeitalter. Riecht noch nichts, ist ganz angenehm. Würde ich aber tatsächlich, guckt euch diesen Finger an, über einen hydratisierenden Primer drüber machen. Das würde ich nicht solo verwenden wollen oder können, weil ich einfach eine viel zu trockene Haut dafür habe. Aber die Farbe gefällt mir. Ich mach's ab und guck mir auf die Hand. Ne? Die Farbe gefällt mir und dass wir einen Primer drin haben, gefällt mir. Das gefällt mir. All over your face, also quasi komplett drüber, ist eine Hausnummer. Muss man mögen. Ich mag's. Genau. Schöne Produkte, oder? Also für eine Beautybox für 15 Euro hatten wir hier einen ganz coolen Inhalt drin. Mir gefällt's definitiv. Die Box ist leer. Das Krüppelpapier kann ich jetzt für mich auch noch weiter verwenden als Weihnachtsdeko. Traumhaft. Doch, doch. Look fantastic, ihr macht euch. Ne? Also, Abo läuft weiter. Produkte sind nett. Nett, geil. Und ich freue mich drauf, das zu verwenden. Wir haben dekorative Kosmetik, Pflege und Tool mit drin, Tools. Und deswegen eine bunte Mischung. Und ja, das war's von meiner Seite. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!